Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Trains 2009. Seitdem wir das letzte Mal in diesem Spiel waren, gab es einige Updates. Mittlerweile kann man auch endlich den Hardzug fahren. Den schauen wir uns heute an. Wir sind heute unterwegs nochmal auf der Linie U9 von Osloer Straße in Richtung Zoologischer Garten. Hier neben uns fährt gerade noch ein Kollege mit dem F74 ein. Wir sind heute unterwegs, wie gesagt, mit diesem wunderschönen Hardzug. Wir stehen derzeit noch hier in der Kehranlage der Osloer Straße. So sieht das Fahrzeug von innen aus. Meiner Meinung nach echt gelungen. Wir müssen jetzt erstmal aufrüsten. Dazu müssen wir einmal hier den Schlüssel drehen. So. Und dann können wir uns einmal anschauen, wie die Matrix hier hochfährt. Das ist auch sehr schick gemacht. So, die fährt dann einmal kurz hoch. Die sollte auch gleich fertig sein. Die zeigt jetzt noch ein paar Bilder. Genau. Jetzt steht da Osloer Straße. Wir müssen jetzt noch einmal umschildern. Das Schildern ist hier noch ein bisschen, ich sag mal, provisorisch gemacht, denn in Realität schildert man mit diesen Geräten hier, ich weiß jetzt nicht mit welchem, ob man mit dem schildern würde oder mit dem, auf jeden Fall haben wir hier noch die, ich sag mal, alten ELAs oder die alte ELA aus den alten Fahrzeugen so ein bisschen quasi verbaut. Deswegen, wir schauen jetzt einmal hier durch die Wand durch und hier sehen wir ein paar Sachen hängen. Wir müssen jetzt hier einmal, glaube ich, die 933 eingeben. Genau. Und dann steht vorne auch schon Zoologischer Garten. Damit haben wir auch schon geschildert. Jetzt müssen wir noch einmal die Fahrgastraumbeleuchtung einschalten. Das machen wir hier an dem Knopf. Dann sehen wir auch, das Licht im Fahrgastraum ist nun endlich eingeschaltet. Wir sehen hier jetzt natürlich auch den Fahrgastraum zum ersten Mal so richtig. Gut, dann würde ich sagen, lösen wir einmal die Bremsen. So. Dann schalten wir noch einmal den Automaten ein. Zack. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Frontbeleuchtung ist aktiviert. Wir können hier nochmal kurz die Tür öffnen. So. Die Geschwindigkeitsvorgebung ist auf 25 km/h eingestellt. Die können wir einstellen hier mit den Tasten. Ich würde sagen, für die Rangierfahrt machen wir jetzt nochmal kurz die Fahrerstandsbeleuchtung an. So. Zack. Und dann würde ich sagen, geht es los und wir hören mal dem Sound zu. Also gut, dadurch, dass wir eine Rangierfahrt sind, quasi mehr oder weniger, hört man jetzt nicht allzu viel. Aber ich finde, die Anfahrsounds klingen schon echt super. Aber das andere werden wir dann auch gleich richtig hören. So. Ja, wir können hier die Geschwindigkeitsvormessung vorwählen. Wir haben jetzt hier 20 und dann kann ich nochmal quasi plus 5 drücken. Und dann sind wir auf 25 km/h mit der Vorgebung. Ist interessant gemacht. Sollte in Realität, glaube ich, auch so sein. So, wir setzen uns mal ein bisschen tiefer, ungefähr so. Und dann würde ich sagen, halten wir hier vorne natürlich jetzt ganz vorne an. So, und auch hier, wir brauchen nichts irgendwie noch zu drücken extra. Wir können einfach bremsen. Das Fahrzeug bremst sich selber fest. Wir müssen also nicht irgendwie noch die Festhaltebremse anziehen oder sowas. Warte mal, wir müssen mal nochmal C drücken und nochmal Y und nochmal Y. Einsteigen, bitte. Ah, jetzt hat sich das ein bisschen gedoppelt. So, hier sehen wir auch nochmal das Fahrzeug von außen. Sehr schick, heute mit dem Wagen 5037. So, ich würde sagen, alle unsere Fahrgäste sind eingestiegen. Dann knallen wir hier einmal die Tür zu. Zack. Und dann gehen wir einmal zurückbleiben durch. So, die Geschwindigkeitsvorwahl stellen wir jetzt auf 70 hoch. Und dann würde ich sagen, können wir los. Nauener Platz.
Ja, es ist wie gesagt schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal in Trains waren. Wie gesagt, mittlerweile gibt es viel, viel Neues. Inzwischen wurden so ziemlich alle Linien, die es bisher im 2004er gab, in den 2009er geportet. Die Strecken wurden ein bisschen verändert. Wir sehen hier andere Streckentexturen quasi, also auf den Gleisen, oder es sind vielleicht auch neue Modelle. Bahnhöfe haben neue Modelle bekommen und all sowas. Also es hat sich wirklich viel getan. Finde ich persönlich sehr nice und es wird auch noch mehr kommen. So wird, glaube ich, derzeit an der U8 gebaut. Die kann man auch schon, ja, ich glaube, teils befahren. Das kommt aber darauf an, in welcher Version man ist. Da empfehle ich euch das Video vom Uber 135. Der ist die U8 abgefahren, auch mit dem H-Zug. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten sollte, glaube ich, auch noch die U5 kommen. Genau, also so ziemlich fast alles, was es im Großprofil gibt. Ich persönlich würde mich sehr irgendwie über die U6 freuen, keine Ahnung, also ich persönlich bin zwar jetzt nicht oft auf der U6, aber ich finde das irgendwie interessant. Genau, so, wir fahren jetzt einmal weiter. Und ja, allgemein, wir sind jetzt hier wie gesagt mit einem H-Zug, das ist in keinster Weise mehr irgendwie etwas, was dem F-Zug, ja, ähnlich ist. Dementsprechend ist das Feeling auch komplett anders, also es ist ja ein komplett anderes Fahrgefühl, allein auch weil wir hier vorne wirklich ein riesiges Fenster haben, sage ich mal. Also wir haben ja wirklich viel Platz zum Rausschauen. Wir müssen jetzt hier einmal runter auf die 40 und wir sitzen halt mittig, ne? Dementsprechend die ganze Sicht ist irgendwie ein bisschen anders. Ja, und natürlich auch der Sound und die Fahrphysik. Also es ist natürlich ein komplett anderes Fahrzeug. Ich denke, ihr versteht, was ich hier versuche zu sagen. Ja, und das ist halt schon mal zum Beispiel auch, was die Abwechslung angeht, natürlich echt super. So, einmal die Türen links freigeben. Und dann vielleicht noch ein echt nettes Feature. Und zwar, wenn wir jetzt Q drücken, dann leuchtet hier diese rote Lampe. Das ist das zentrale Öffnen. Das können wir auch noch separat steuern quasi. Sehr nice. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Und dann machen wir die Türen wieder zu. So, ich habe jetzt auch noch etwas eingestellt. Und zwar können wir hier vorne, wenn wir hier einmal Steuerung und Rechtsklick drücken, dann können wir hier Details anzeigen und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier können wir einige interessante Sachen einstellen, unter anderem welche Ansagen wir haben. Ich habe jetzt hier die aktuellen ausgewählt und auch Türstörungen simulieren. Es ist nämlich so, dass in Berlin leider manchmal die Leute es nicht akzeptieren wollen, dass die Türen schon zu sind und sich dann doch noch irgendwie hindurchquetschen. Was dann dazu führt, dass die Tür manchmal blockiert. Und das können wir hier im Spiel auch erleben, dass die Türen manchmal nicht richtig zugehen und dann müssen wir sie ein weiteres Mal schließen. Wird uns bestimmt noch begegnen. Genau, auch hier wieder sehr nett, dass man das eingebaut hat. So, ihr merkt vielleicht schon, ich bremse immer ein bisschen früher als vielleicht mit den F-Zügen. Das liegt unter anderem daran, dass der H-Zug sowohl, glaube ich, auch in Realität als auch hier im Game ja, eine deutlich schlechtere Bremse hat. Ja, dementsprechend bremse ich natürlich früher, damit wir auch, ja, gut zum Stehen kommen. So, wir gucken jetzt mal hier in den Spiegel, der etwas verschwommen ist. Wenn unsere Fahrgäste eingestiegen sind, machen wir erst die Türen wieder zu. Genau. Hier in der Mitte liegt noch ein kleines, ich weiß nicht, was ist das? Kleines Buch. Und wie gesagt, so ziemlich alle Fahrzeuge sind, glaube ich, jetzt im Spiel, haben alle ein neues Modell bekommen. Also bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Ich habe mir nicht alles genau angeguckt. Wie gesagt, den H-Zug habe ich mir angeguckt. Die Drehstromer, die Schaltwerke. Allerdings bin ich halt meistens in den aktuellen Szenarios unterwegs. Also in Trains ist das Ganze ja so aufgebaut, zumindest hier bei der U-Bahn Berlin, dass man quasi mehrere Szenarien hat, die in unterschiedlichen Zeiten spielen. Also in den 90er Jahren, in den 2000ern
Oder jetzt auch 2020ern quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder ja, dieses Szenario heißt halt U-Bahn heute. Und spielt dementsprechend in der heutigen Zeit mit den aktuellen Ansagen und den aktuellen Fahrzeugen. So, ich weiß noch nicht, ob ich es gesagt habe, aber mir gefällt der Sound vom H-Zug wirklich sehr, sehr gut. Also ja, ich glaube, das liegt jetzt an der Stelle an Trains. Der Sound ist manchmal echt komisch. So bricht er manchmal einfach ab, grundlos. Ja, oder startet gar nicht erst. Ich glaube aber, dass das wirklich an Trains liegt. An der Stelle noch ein kleiner Tipp. Ich hatte wirklich ein immenses Problem bei Trains und das ist unter anderem der Grund, warum auch so lange nichts von Trains kam. So, dieses Update hier ist nämlich schon etwas länger draußen und ich wollte schon früher ein Video machen. Allerdings hatte ich echt lange Zeit das Problem, dass ich ja so einen komischen, kaputten Soundeffekt irgendwie hatte. Also wenn ich mich umgeschaut habe, brach der Sound ab. Ich musste wirklich perfekt im 90-Grad-Winkel irgendwie so nach oben gucken, dass ich überhaupt was gehört habe. Das war total komisch. An der Stelle empfehle ich euch, wenn ihr den Fehler auch habt, dass wenn ihr euch umguckt, der Sound lauter und leiser wird, geht in eure Windows-Einstellungen, in meinem Fall jetzt Windows 11, und sucht dort eure Kopfhörer raus. Und dort müsst ihr sowas ähnliches ausschalten wie, ich glaube, Audio verbessern oder irgendwie sowas. Das müsst ihr auf jeden Fall ausschalten. Ja, und dann sollte das auch weg sein. Ja, hier die Birkenstraße. Einsteigen bitte. Man kennt sie ja so halb. Also, ja, der Bahnhof war lange Zeit etwas unrealistisch hier im Game. Vor allem, weil hier ein Bäcker war und der ist hier in Realität natürlich nicht. Man hat jetzt hier die neuen Ausgänge hinzugefügt. Auch sehr nice hier mit den Stickern. Ja, allerdings glaube ich, auf der Seite ist nicht mehr diese kaputte Wand. Da ist auch schon was anderes. Nach meiner Erinnerung jetzt. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn man das noch ändern würde. Aber gut, man muss auch sagen, das alles ist hier noch längst nicht fertig. Ja, also bitte beachtet das. So, jetzt sehen wir hier eine kleine Besonderheit. Wir sehen jetzt hier nämlich einen Streckenabzweig einmal nach rechts. Da. Der ist in Realität nicht da. Das hat man hier einfach gemacht. Das war jetzt tatsächlich eine interessante Situation. Ich habe das rote Signal nicht gesehen. In Realität ist dieser Streckenabzweig nach rechts dort nicht dort. Das hat man einfach gemacht, weil man hier ja noch diese fiktive U55 drauf hat auf der Karte. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich denke, es wissen eigentlich alle. Aber es gibt, wie gesagt, die U7, die unfertige U8 und unfertige U5 sowie die fertige U9 und dann gibt es hier noch auf der Karte ja so eine fiktive U55, genau, die führt hier oben lang in Richtung Flughafen Tegel und das ist dann hier einfach so eine Art Verbindungsstück quasi. So, wir machen jetzt mal die Türen zu, weil ich habe gerade schon gesehen, der Kollege hinter uns klebt uns schon hinten dran. Dementsprechend fahren wir natürlich weiter. Ja, leider bekommen wir gerade nicht, ja, keine Türstörung oder sowas. Ich hätte euch das gerne gezeigt. Aber habe ich das wirklich eingeschaltet? Ich bin der Meinung, ich habe es eingeschaltet. Genau, ich habe es auch eingeschaltet. Naja, jetzt sind wir hier zwischen, ja, Turmstraße und Hansaplatz. Und danach kommt ja dann Hansaplatz und Zoo und zwischen Zoo und Hansaplatz. Ja, das ist der längste Abschnitt zwischen zwei Stationen auf der U9. Das merkt man auch. Aber das werden wir dann sehen. Ja, ich weiß nicht, was gibt es noch zu sagen? Also wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz fertig. Es wird auch angeblich kontinuierlich weitergearbeitet. Ich selber bin auch nicht ganz so in dem Thema drin. Aber naja. Es soll wohl immer weiter gearbeitet werden und es sollen wohl auch noch andere Features kommen. Darauf freue ich mich auch wirklich. Und wie gesagt, was mir halt irgendwie sehr gefällt, ist so dieser, ja, diese allgemeine Qualitätsveränderung. Also auch, dass jetzt nochmal quasi alle Fahrzeuge komplett überarbeitet wurden.
Finde ich schon sehr cool und auch der Haarzug hier. Ja, das gefällt mir schon. So, das sieht schon echt super aus. So, wir fahren wieder in den Tunnel, ins Dunkle. Ich überlege jetzt, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alle Features gezeigt. Also wie gesagt, wir können natürlich hier auch die Türen öffnen. Zoologischer Garten. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn und zur U2. Dieser Zug endet hier. This train terminates here. Genau, da haben wir auch schon die Endstationsansage gehört. Denn unsere Endstation ist ja, wie gesagt, am Zoo. Genau. So, man hört es jetzt hier, ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich quasi Leistung wegnehme und wieder aufschalte. Ah, jetzt nicht? Ah, doch. Dann unterbricht der Sound immer. Also ganz kurz, das ist so ein bisschen, das ist das, was ich meinte. Also ich glaube, das liegt einfach an Trains, weil Trains manchmal, glaube ich, einfach mit den Sounds irgendwie, naja, komisch ist einfach. Ja, vielleicht gibt es ja da irgendwie auch einen Weg, wie man das fixen kann. Ich denke auch, dass der Haarzug noch nicht fertig ist, aber er ist auf jeden Fall schon mal fahrbar. Und auch der hat schon mehrere Updates bekommen. Also wenn ihr euch jetzt das Video von Uber 135 zum Haarzug anschaut, da werdet ihr auch soundtechnisch nochmal einen Unterschied hören. Da hat der zum Beispiel noch keine Bremssounds. In meinem Video, also in diesem Video jetzt, wie gesagt, hat er schon welche. Also wie gesagt, das Fahrzeug wird natürlich auch, denke ich, noch bearbeitet, würde ich jetzt mal so schätzen. Natürlich kann ich da nichts versprechen, weil ich ja nicht, also ja, ich bin ja auch nur ein Spieler, sagen wir es mal so. Dementsprechend, ja. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. So, jetzt kommt Zoo. Ah, ich mag die Sounds aber wirklich sehr gerne. Also dieses, wenn man, ja, ich sag mal, anfängt zu bremsen und das Fahrzeug so richtig schön aufheult. Ja, das macht schon Spaß. So. Dann geben wir einmal die Türen frei links, machen einmal zentral öffnen. So, genau, damit sollten alle aussteigen. Was war denn das? Da war gerade das Signal ein bisschen verschwunden. Ja, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt einmal hier den Schlüssel rausziehen. Zack. Achso, vielleicht sollten wir vorher die Türen schließen. Das geht natürlich nur, wenn der Schlüssel drin ist. So, und dann haben wir direkt an der Endstation die Türstörung, von der ich gesprochen habe. Wir sehen, die Türen gehen hier nicht zu, also schließen wir sie einfach nochmal. Und dann sind sie geschlossen. So, wir werden jetzt einmal wirklich hier den Schlüssel rausziehen und uns dann einmal nach hinten begeben, auf die andere Seite des Fahrzeugs. Ja, wir stehen hier ein bisschen knapp, sehe ich gerade. So, wir setzen uns dann einmal hier rein, schließen das Fahrzeug nochmal auf, können ja nochmal kurz Licht anmachen, dann sehen wir ein bisschen mehr. So, hier hinten haben wir jetzt merkwürdigerweise das Rollband, also in der, im Ziel. Das können wir hier einschalten. So, das fährt dann nochmal hoch und dann können wir, glaube ich mal, die, war das die 02? Also wie gesagt, ich kenne mich mit den ganzen Codes ehrlich gesagt nicht mehr aus, ich habe das größtenteils alles vergessen. Ich glaube, es war die 02 für Betriebsfahrt. Aber gut. So, wir haben auch schon das Signal. Ich glaube, das ist, muss man jetzt hier so deuten, dass wir, wie gesagt, jetzt eine Langsamfahrt haben oder Rangierfahrt. Und die 3 steht, glaube ich, für Gleis 3. Also, bin ich mir jetzt nicht sicher. Die Leute, die sich da auskennen, können das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, jetzt steht da Betriebsfahrt. Sehr schön. Wir können auch nochmal das Licht ausmachen. Und dann würde ich sagen, fahren wir in die Kehre und gehen das Fahrzeug einmal abstellen. So, wir machen nochmal das Licht hier aus. So, geben einmal Signal. Und dann rollen wir hier ganz gemächlich in die Kehre vom zoologischen Garten ein.
Ja, und wie gesagt, was mir einfach wirklich auch gefällt hier, sind diese vielen kleinen Details. Also es ist hier schon relativ detailgenau. Zum Beispiel jetzt die ganzen Uhren, die hier zum Beispiel in der Kehre hängen oder ja, diese ganz offensichtlichen Dinge wie die Haartafeln und sowas. Klar, das gehört zu so einer Kehre dazu. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich muss einfach sagen, ich mag den Baustil, es gefällt mir. Ja, so, stehen wir denn ganz drin? Naja, es geht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir schalten das Fahrzeug einmal ab. Wir machen nochmal das Licht an. Wir können einmal genau die Federspeicherbremse wieder anziehen. Ja, und ich glaube, mehr müssen wir nicht machen. Wir können einmal noch hier die Tür aufmachen. Licht ist schon aus. Dann können wir das Licht im Fahrgastraum nochmal ausschalten. Und dann schlussendlich hier noch einmal zuletzt den Schlüssel rausziehen oder umdrehen. Ja, da würde ich sagen, war's das mit dieser kleinen Folge Trains. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Update und zu dem Fahrzeug sowie zur Strecke in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ciao.